fange jetzt mal an zu labern. Das nimmt auf. Das ist eine neue Aufnahme. Ich sag dir gleich, dass dieses Mehl nicht reichen wird. Wollen wir gleich eine neue Packung nehmen? Ja. Ready? Willkommen zum neuen Video von Road to Glory Gains. Hier ist Marcello. Und wir machen heute unsere Frühstücks-Sandwiches, unsere Frühstücks-Subs. Da könnt ihr euch jeden Besuch bei Subway sparen mit diesem Rezept. Ganz einfach. Wieder 4 Zutaten, 5 Zutaten mit ein bisschen Backpulver noch, Salz, Dinkelmehl, Ei und Magerquark. Und wie es geht, zeige ich euch jetzt. Wie das Backpulver vergisst. Wir machen das Rezept für 2 Sandwiches. Dafür nehmen wir 150 Gramm Magerquark. Das ist quasi das Rezept für unsere Brötchen. Könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Wird verlinkt da oben. In groß abgewandelt nochmal 150 Gramm Dinkelmehl. Ein Ei. Dazu noch etwas Salz. Wir benutzen in der Regel mehr Salz. Und zum Schluss das altbewährte Backpulver, lasst die Brötchen schön hochgehen. Auch wieder so 3 bis 5 Gramm. Und dann kneten wir das Ganze schön durch. So, der Teig ist jetzt fertig durchgeknetet. Jetzt haben wir hier so einen schönen großen Knoll zusammen. Den kann man mit der Hand noch ein bisschen durchkneten. Das ist jedem überlassen. Ob ihr ein großes macht oder 2 kleine, je nachdem wie man das essen möchte. Oder mit wem man teilen möchte natürlich. Das Ganze kommt dann bei 180 Grad, so 15 Minuten in den Backofen und wird danach belegt. Und dann wollen wir mal sehen, was daraus wird. Ihr werdet auch merken, dass diese Brötchen vielleicht von der Größe nicht ganz so groß sind wie so ein ganzes Sub bei Subway. Allerdings sättigen sie viel, viel mehr, dadurch, dass eben Magerquark enthalten ist, hochwertiges Mehl. Von daher lasst euch von der Größe da nicht blenden. Genau, kommt nicht immer auf die Größe an. So, wir machen die Baguettes, ist auch so 15 Minuten, habe ich ja gesagt, in den Backofen. Nach 5 Minuten wieder anritzen, genau wie die Brötchen. Und es werden auf jeden Fall 2 knackige Subs. Und wenn sie fertig sind, holen wir sie aus dem Ofen und zeigen sie euch. So, wir haben jetzt die Brötchen aus dem Ofen rausgeholt, also die Baguettes. Und die sind einfach nur schön fest, sind reichhaltig auf jeden Fall, die sind schön dick. Und da können wir auf jeden Fall ein schönes Sub draus machen. Wir werden das jetzt mal aufschneiden hier. Und dann nach Wahl belegen. Also wir haben uns jetzt Salat, Tomaten, Schinken und Käse überlegt. Als Frühstücks-Sandwich. Natürlich ist da keine Grenzen offen. Das belegen mit was man will. Wir haben da schon ein schönes Chicken Teriyaki draus gemacht. Starten wir mit dem Salat als erstes. Danach haben wir den mageren Schinken. Schöne Scheibe Käse. Bisschen Tomate. Und zum Schluss wollen wir noch ein bisschen Tomate, Basilikum, Soße von Nutrifol drauf machen. Keine Kalorien, kein Zucker. Beziehungsweise auf eine Portion sind 2 Kalorien, also echt flacher. Dann würden wir es jetzt drauf machen. Also ich würde an deiner Stelle vorher erstmal aufmachen. Machen jetzt hier die Tomate, Basilikum von Nutrifol drauf. So. Danach wird das zugeklappt. Das erste Baguette ist fertig, das zweite belegen wir noch genauso. Und ich würde sagen, lasst uns das jetzt schmecken. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Schreibt mal eure Kreationen in die Kommentare. Und wir wünschen euch einen schönen Tag. Macht's gut.